Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung, heute zu meiner Montagen-Top 10. Soll heißen, ihr bekommt jetzt gleich meine 10 Lieblingsmontagen zu sehen, allerdings nur Halo-Montagen. Allerdings gibt es dabei drei Dinge zu beachten. Erstens, ich habe bei weitem nicht alle Montagen gesehen, die es so auf der Welt gibt. Also kann es durchaus sein, dass irgendeine gute Montage, die ich vielleicht auch gut finden würde, nicht dabei ist. Zweitens ist das alles hier meine Meinung. Und drittens kommen natürlich auch immer noch neue Montagen raus, das heißt, das kann sich in Zukunft alles noch verändern. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit der Montagen Top 10. Haut rein! Auf Platz 10 haben wir direkt eine Montage von einem deutschen bzw. von einem deutschsprachigen Editor, nämlich von Gucci. Und ja, er hat die Uprising Team Montage editiert und ich fand sie irgendwie einfach nur geil. Als ich mir das erste Mal angesehen habe, habe ich mir echt so gedacht, ja, die ist zwar gut, aber irgendwie hat sie mich beim ersten Mal nicht direkt gekriegt. Aber beim zweiten und dritten Mal ansehen, herrlich, die Songs waren super ausgewählt, das Editing war so, wie es mir auch wirklich oft gefällt, simpel, aber trotzdem geil, schön Sync, gibt's nichts zu meckern, geile Montage, definitiv anschauen, gute Arbeit, Gucci, wirklich. Fand ich echt super. Hat mich echt geflasht. Ich hatte selten Gänsehaut und selten das Gefühl, bei einer Reach-Montage Bock auf das Spiel zu bekommen, muss ich ganz klar sagen. Und das war eine dieser wenigen Montagen. Sehr geil. Auf Platz Nummer 9 haben wir eine weitere Reach-Montage, editiert von Baker von Viral Designs. Ich persönlich finde Viral Designs eigentlich immer ziemlich geil. Gibt auch ein paar Sachen, die jetzt nicht so mega Flash-Momente haben, aber gute Arbeit machen sie eigentlich immer. Und diesmal geht es um Ravian, aka Solidity, komischer Name, egal. Ich fand die Montage echt super, sie war kurz, aber mir hat der Style einfach gefallen und Editing. Ja, die Color Correction war etwas stärker, aber auch nicht zu stark. Generell bei Rival Designs finde ich eigentlich immer, dass sie coole Effekte machen, die auch ihren Sinn in gewisser Weise haben und nicht so Klatsch, Klatsch, Effekt, Effekt, sinnlos, sinnlos, Effekte drauf klatschen, sondern einfach coole Effekte drauf klatschen. Gefällt mir eigentlich sehr gut und ja, ist halt nur ein bisschen kurz. Und ja, der Song ist auch eigentlich sehr geil. Das ist auch so eine Montage, die habe ich mir beim ersten Mal angesehen, habe es auch nicht so geil gefunden und dann beim zweiten, dritten Mal, bam, ja, da überzeugt die mich. Die überzeugt mich beim ersten Mal ansehen so weit, dass ich mir sie nochmal ansehe und beim zweiten Mal ansehen überzeugt sie mich dann komplett. Gut, sehr geil, gute Montage, super, kann ich mir empfehlen. Also, das war Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8 haben wir die Ninja und McQueen Dual Attach. Die ist auch wieder von Viral Design, allerdings diesmal vom Super Editoren Duo CJ und Maxi, oder ja doch, er will Maxi ausgesprochen werden. Oder es wird Maxi ausgesprochen, wie auch immer.
Und ich fand die Montage einfach nur geil. Vor allem das Intro hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe ja generell epische Intros und auch die Viral Design Trailer zu Montagen sind meistens sehr, sehr geil, weil sie halt meistens epische Musik benutzen und ich liebe epische Musik. Es ist einfach in Montagen mit das Geilste und echt super. Diesmal waren viele verschiedene Songs, auch ein Song, der meiner Meinung nach in Montagen echt overused ist. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie er heißt. Also halt dieser amerikanische Punk-Rock und ja, der ist in sehr vielen Montagen benutzt worden. Wirklich in sehr, sehr vielen. Und deswegen fand ich ihn prinzipiell am Anfang, habe ich gedacht, oh, nicht der Song, so ein Scheiß. Aber die haben daraus wirklich das Perfekte gemacht. Ich habe den Song noch nie so gut imitiert gesehen und fand es dann wirklich sehr geil und war echt eine geile Montage. Wirklich Hammer. Ja, der Hammer. Und auf Platz Nummer 7 haben wir This Bitter Earth. This Bitter Earth ist eine etwas andere Montage, die nicht so ist wie jede Standardmontage, sondern die wirklich ein bisschen was anders macht. Sie hat einen Song, der langsamer ist, mit Geige und nicht so entweder epochal oder Techno oder was weiß ich, Hip-Hop gibt es ja auch öfters. Das ist halt so etwas ruhiger. Es ist das Ganze angehen und vermittelt genau das richtige Feeling, denn Gameplay wird in dieser Montage größtenteils Gameplay aus der Halo Reach Beta gezeigt. Und ich persönlich fand die Reach Beta ja geiler als das Spiel an sich. Wobei ich das jetzt auch nicht mit zu 100% beurteilen kann, weil die Beta hat man halt nur sehr kurz gespielt und das volle Spiel länger und deswegen konnte man da mehr die Fehler finden. Aber die Beta fand ich eigentlich wirklich geil und die habe ich auch wirklich gesucht und die fand ich wirklich Hammer. Und deswegen fand ich die Montage, die kam dann viel später, wo ich mich auch gewundert habe, wie die ganzen Sachen aufgenommen wurden, so hier die Freecams und so, aus der Beta, fand ich irgendwie seltsam. Aber ich fand sie geil und Bitter Earth hat definitiv einen der besten Übergänge überhaupt. Und das hat auch noch dazu beigetragen. Und die Credits waren auch irgendwie cool, weil die total den Kontrast zu der normalen Montage dargestellt haben, weil das war dann halt so krasser Ballerballer Techno-Sound, der glaube ich sogar von Deutschen gemacht wurde. Und fand ich dann relativ cool. Also wirklich eine super Montage. Reach Beta Gameplay sehr geil und ein bisschen Halo 3 Gameplay, ein, zwei Clips. Aber super. Optimal. Und auf Platz Nummer 6 haben wir die Sinister-Montage, die von Silicus editiert wurde. Und ich fand die Montage echt geil. Wobei ich sagen muss, dass ich sie am Anfang echt scheiße fand. Die hat mich irgendwie nicht beeindruckt. Ich fand dann so, ja, ist ganz okay, so, ja, ja. Dann hat der Reaper, der bei uns im Team Name ist, klar, ist gesagt so, hey, ich finde die voll super geil und bla. Habe ich mir die auch wirklich dann nochmal angeguckt. Und dann fand ich sie immer noch nicht so geil. Aber der hat wirklich konstant darauf bestanden, dass diese Montage gut war. Und dann, irgendwann hat es bei mir so einen Klick-Moment gegeben. Und dann war ich die einfach so, wow, wow. Hat viele sehr coole Sachen, auch allein der Übergang vom ersten zum zweiten Song, wo da so die Granate lang rollt, dann explodiert und dann sieht man nur den weißen Screen und dann kommt halt der zweite Song. Allein das fand ich schon ziemlich cool. Und das Intro, gut, das war jetzt vielleicht nicht das coolste Intro, wo er halt mit diesem Dropbot da runterkommt. Aber es war definitiv alles
sehr geil. Und es war wirklich eine sehr coole Rockmontage. War super gesynkt, fand ich teilweise. Und hat mir echt gut gefallen. Wirklich eine der besten Montagen überhaupt. Und ja, das war's mit Platz 6. Jetzt kommen wir zu den 5, Freunde. Even when you're by my side, I still need time to feel the company. I'm sure it tasted oh so sweet, but it was never good enough for me. I bit the tongue behind my teeth. It was never good enough for me. Said you always keep your way. Show me what you're after. I thought you promised me the world. Tell me what you're after. So, Freunde, es wird spannend. Wir befinden uns ja schon bei Platz Nummer 5 und Platz Nummer 5 wird eingenommen von der Watertime Final Halo 2 Montage oder Final Halo 2 Montage, sollte man besser sagen. Und ich fand die echt geil. Ich habe keine Halo 2 Montage bis heute gesehen, die mich so geflasht hat. Weil Halo 2 ist älter, sieht nicht so geil aus, wobei ich auch andere Halo 2 Montagen teilweise gut finde, aber so richtig mega krass geil fand ich abgesehen davon keine. Und die Montage, die war einfach super. Die hat einen geilen Song, die hat einen super geilen Flow, der schnell war, viele Snipes, ist ja Halo 2 Vista Gameplay, also vom PC, aber fand die echt super. Hatte schöne Übergänge, hatte Freecams, die echt schön waren, obwohl es halt in Halo 2 aufgenommen wurde, wo es ja noch nur so einen Pseudo-Kino-Modus bei Vista gibt. Und das finde ich persönlich echt gelungen, ja? Und definitiv eine der besten Montagen, die ich bis heute gesehen habe. Und ja, habe ich mir bis heute, glaube ich, bestimmt 20 Mal angesehen oder so, wenn nicht sogar noch öfter. Fand ich einfach nur awesome. Halo 2, das fasziniert mich ja sowieso, und dann noch das Gameplay, fand ich echt Hammer. War auch echt geiles Gameplay, muss man sagen. Also definitiv Hammer, wobei ich ja auch nicht unbedingt nur Wert aufs Gameplay lege, sondern halt viel mehr auf Editing und so. Wenn das Gameplay gut ist und das Editing halt super geil, da finde ich die Montage auch super geil. Und sagt sich, na, das Gameplay, da waren die Clips aber nicht jetzt so perfekt, aber hier waren auch die Clips gut. Und auf Platz Nummer 4 haben wir eine der epischsten Reach-Montagen und auch eine der epischsten Montagen halt überhaupt aller Zeiten, finde ich. Und zwar Global. Die ist von Madison. Und Madison ist generell ja einer, der seine Montagen ganz anders aufzieht. Halt immer mit epischer Musik. Und episch heißt bei ihm dann auch episch. Epische Musik. Ja. Der inszeniert es auch wirklich so und macht das filmmäßig und geile Freecams. Und überlegt sich da, finde ich. Man merkt, dass er sich wirklich überlegt, was er tut. Und nicht einfach nur so, ja, machen wir immer das, dann machen wir so. Ja? Sondern dass er wirklich sagt, so, okay, da will ich dann das machen, ja, eine Freecam, da den Übergang und so. Und das sieht man, finde ich, auch einfach. Die Clips sind auch geil, ist ja eine Community-Montage. Und ich fand wirklich alles sehr geil. Außer den Song von 30 Seconds to Mars, den fand ich auch sehr gut. Aber den fand ich nicht so geil wie die anderen Songs. Aber auch sehr, sehr gut. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt an dieser Montage. Aber der Rest fand ich einfach unglaublich hammer.
So, Freunde, jetzt wird's wirklich richtig spannend. Wir kommen zur Top 3 der besten Halo-Montagen, die ich jemals gesehen habe. Und zwar haben wir auf Platz 3 No Soul. No Soul ist einfach eine so unglaublich geile Montage, weil sie so unfassbar gut gesynkt ist. Der Sync macht bei dieser Montage so viel aus. Es ist eine Reach Social Montage, halt kein MLG und so. Die Clips fand ich echt super. Und es hatte viele coole Effekte, die aber auch nicht over-edited wirkten. Und es war herrlich. Dieser Sync einfach teilweise allein. Wenn die Montage anfängt, in den ersten paar Sekunden kommt dann so ein geiler Sync mit dem Needle Rifle. Unglaublich geil. Muss ich ganz klar sagen, das ist eine der allergeilsten Montagen, die ich kenne. Und der Song, wenn ich den jetzt so gehört hätte, ohne die Montage zu sehen, wenn ich ihn so kennengelernt hätte, hätte ich ihn, glaube ich, gar nicht so geil gefunden. Aber mit der Montage und fand ich den Song einfach nur awesome. Und ich höre mir den auch heute so gerne an. Und finde, das ist halt so wirklich wichtig, auch einen geilen Song auszusuchen. Ich meine, da kann man noch so gut editieren, wenn der Song halt scheiße ist. Klar, ist auch Geschmackssache dabei, aber ist schon ein super Song. Und dazu konnte man perfekt zünden, und das hat er auch gemacht, der Editor. Und, herrlich! Super gut! Und auf Platz Nummer 2 haben wir Frenetic Array. Eine weitere Montage von Matteson. Und Matteson ist eigentlich auch so mein liebster Solo-Editor. Und es ist eine Halo 3 Montage, was für die Montage spricht, denn Halo 3. Ich verbinde einfach viele nostalgische Dinge mit diesem Spiel und deswegen kommt das bei mir eigentlich immer gut. Und es ist episch. Es ist wieder dieses typische Matteson-Filmmäßige. Es ist geil, es ist ein MLG-Pro-Team aus Australien, was sehr geil ist und hat viele epische Momente, allein die Inception-Musik am Anfang, im Intro, boah, wirklich krass. Madison hat sich da echt viel Mühe gegeben, allein die Bildbearbeitung und einzelne Szenen und Übergänge, einfach alles. Ja, 3D-Texte, Lichter, ja, es ist nicht overedited, ich meine, an vielen Stellen sind einfach auch fast gar keine Effekte, einfach eine kleine, schlichte Color Correction und schöner Sync, ja. Und es ist geil. Es ist einfach Hammer. Episch. Wirklich. Und es ist auch vermittelt auch so ein bisschen so wie generell. Viele gut gemachte Pro-Team-Montagen vermitteln ja immer so ein bisschen das Gefühl so, ach, schön. Es ist geil, ein Pro-Team zu sein, ja. Und da wird ja auch immer das Team dann ein bisschen abgefeiert. Und das ist halt hier auch extrem so, finde ich. Also wie sie sich selbst da abfeiern mit der epischen Montage. Finde ich immer geil und einfach so schöne Zeiten, Halo 3, episch. Frenetic Array, sehr, sehr geil. Ach, ist das schön, Halo 3. Und auf Platz Nummer 1 haben wir eine der, glaube ich, längsten Montagen überhaupt und auch eine der geilsten Montagen überhaupt. Nee, für mich ist es einfach die beste Montage überhaupt. Die Dual Test von Liesel und Formel von Viral Designs editiert, glaube ich, heute gar nicht mehr so auf YouTube zu schauen, weil sie irgendwie beim Copyright-Problem oder so hatte. Und zwar The Avengers, ja. The Avengers ist einfach eine so geile Montage. Das Intro ist geil, ja. But Lethal has another triple and he just got the extermination. All four members dead. Lethal doing it all. And Formo has a sniper. It is his time to shine. Elon, you are watching Lethal just play everything and that is going to be the game wide. Formo is just incredible.
Wie Chris Puckett dann da eingespielt wurde, so nicht direkt, ja, sondern halt so ein bisschen gedämpft und so, fand ich geil, ja. Das waren im Endeffekt, das Intro war ja nur Spartans, die gerade dabei sind umzufallen, mit einer coolen Kamerafahrt, ein bisschen Licht gespielt, aber das war allein schon so Hammer. Die Clips waren richtig geil, waren wirklich einfach nur MLG-Clips und wenn man mal drauf achtet, wer da auch alles getötet wurde, Best Man und so die ganze Zeit, also auch viele andere Pros, klar, das ist in vielen anderen Pro-Montagen auch öfters mal der Fall, aber ja, die Clips waren genial und das Editing war einfach immer perfekt auf die Songs abgepasst. Die Songs waren oft aus einer Richtung, abgesehen von einem Song, und ja, hatte auch einfach viele coole Momente, allein wo Formel oder Elise, ich weiß halt gerade nicht wer, Ninja ausgestraft hat, so ultimativ, und dann das aus Ninjas Livestream, Foxy's Game, eingespielt wurde und solche Sachen. War einfach geil, ja. Es wurden Effekte eingebaut, aber ich fand, wie gesagt, es waren in einem perfekten Gleichgewicht mit Sync und Color Correction und alles, das, was alles so in Maßen war. Klar, es waren einige Effekte da, aber ich fand, die waren auch sinnvoll eingesetzt. Die waren jetzt nicht so, ey, ja, machen wir mal ein paar Effekte, sieht dann cool aus, so. Ja, Michael Bay lässt grüßen. Nein, es waren wirklich sinnvolle, nicht verblödende, geile Effekte in der Montage. Und, wirklich der Hammer, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich finde sie einfach fast perfekt, ne? Von vorne bis hinten, Credits geil. Und nach den Credits geht es ja noch weiter. Ja, die geht halt auch wirklich lang, ja. Und ist durchgehend geil. Das muss man erstmal schaffen, eine Montage zu machen, die 18 oder 20 Minuten geht. Und die von vorne bis hinten einfach Hammer ist, ne? Also, Biodesign, wirklich mein höchster Respekt wegen dieser Montage. Sie ist echt genial. Und der Hammer. Wahnsinn. Unbedingt ansehen. Irgendwie wird schon irgendeine Möglichkeit noch geben. Guck mal, mit den Links sind ja alle in der Beschreibung. Unbedingt ansehen. Super. So, Freunde, das war's mit meiner Montagen Top 10. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bitte euch nun darum, eure drei Lieblings-Halo-Montagen mal in die Kommentare zu posten. Und wenn es genug Leute machen, möchte ich nämlich noch eine kleine Community-Montagen Top 10 machen. Und dann auch mit ein paar anderen Kommentatoren vielleicht noch, dass die auch noch ihren Senf dazu abgehen und sagen, hey, die Montage fand ich so und so, bla bla. Fände ich eine ziemlich coole Sache. Also schreibt bitte eure drei Lieblings-Halo-Montagen in die Kommentare. Ihr findet in der Beschreibung nochmal die Links zu allen Montagen, außer vielleicht die Avengers, muss ich mal gucken, ob es die überhaupt noch gibt. Wenn nicht, dann leider nicht, aber zu sonst allen anderen auf jeden Fall. Und zu einer Playlist, in der noch weitere Montagen sind, unter anderem, die ich auch noch sehr geil finde, denn es gibt noch sehr viele Montagen, die ich wirklich sehr, 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 sehr geil finde. Das hier sind wirklich nur die, die ich am allerbesten finde und die mich wirklich, wow, die ich wirklich heute einfach nur so gerne schaue und die einfach nur unglaublich waren. Und ja, es gibt auch noch einige andere, die ich sehr, sehr gut fand, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die FFL Halo 3 Montage, ein paar von Siligus noch und was weiß ich, da gibt es noch ein paar andere. Auf jeden Fall schaut in die Playlist, wenn es euch interessiert, und schreibt bitte eure drei Lieblingsmontagen in die Kommentare. Das war's von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten und checkt gleich unseren Channel aus für mehr Halo-Videos. Das war's, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen.